Moin aus Osnabrück. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Brüssel. Koffer ist gepackt, Laptop muss ich noch einpacken, Kamera ist in der Hand und insofern kann es dann losgehen. Pete holt mich jetzt gleich ab und dann geht es hoffentlich staufrei nach Brüssel und es geht an einen vollgepackten Tag. Kamera wird dabei sein. Ich wünsche euch viel Spaß. Schön. Einfach liegen einfach lassen. Hinlegen, okay. Ja. Aber jetzt muss ich ja noch mehr denken. Ne? Das ist immer. Wie noch mehr denken? Ja, ich habe. Jetzt muss ich ja noch einen Schlüssel fürs Büro wieder mitnehmen und diese komische Ausweiskarte und so. Ach, ich vergesse. Den Kopf stoßen. Ah, hallo. Ich vergesse ja sonst eh immer die Hälfte. Weißt du? Es wird noch ein Spaß. Unsere Fahrt nach Brüssel beginnt jetzt. Um 9.49 Uhr und bei ungefähr minus 1000 Grad. Gefühlt jedenfalls. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Brüssel. Wir haben gerade was Wahnsinniges erlebt. Timo hat sein Handy verloren. Und ich musste tanken und wusste nicht, wie es geht in Belgien. Man muss vorher bezahlen. Das finde ich verrückt. Einfach nur. Diebstahlsicherung. Ja, scheinbar. Hat mich sehr verwirrt. Aber wir sind in wenigen Minuten da. Und was machen wir dann? Wir werden als erstes meine Wohnung anschauen. Ich habe ja gesagt, dass ich in Brüssel eine Wohnung beziehen werde. Da kommen wir als erstes an, werden unsere Sachen da auspacken und dann müssen wir uns beeilen, ins Parlament zu kommen, weil ich um 14.30 Uhr den ersten Termin habe. Das ist so der Plan. Also jetzt schnell in die Wohnung, kurz zur Vermieterin Hallo sagen, hoffen, dass alles glatt geht und dann direkt wieder los. Der Peter hat uns. Sorry! Ich muss die GoPro ja abmachen. Hat uns unfallfrei nach Brüssel gefahren. Jetzt geht's zur Wohnung und dann direkt ins Parlament. Habe ich dir schon erzählt, dass ich dir ein Einweihungsgeschenk mitgebracht habe? Ich habe dir ein Einweihungsgeschenk mitgebracht. Krass. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Fernseher habe. Aber gut, das wäre die kleinste. Das wäre super nice. Weißt du, kennst du Frank Underwood? Ja, der spielt das auch immer. Ja, genau. Wenn er nicht seine Zinnsoldaten in den Tisch. Ja, genau. Das braucht man einfach zur Entspannung als Politiker. So macht man Lobbyismus. Wir werden jetzt zu deiner Wohnung gehen. Du bist allerdings ziemlich weit hoch. Ja. Hast du schon befürchtet, ne? Ja. Da ist die See. Wo stehst du denn? Einfach da durch, würde ich sagen. Ist fertig? Jo. Okay, Wohnungsrundgang gibt es dann nachher erst. Wir haben jetzt keine Zeit. Timo, Termine. Leider ist es so. Ja, wir müssen direkt weiter. Das ist ja egal, wir haben Zeit satt. Wir sind ein paar Tage hier. Deswegen auf. Wohin jetzt genau? Direkt ins Parlament. Direkt ins Parlament, geil. So, Timo, jetzt haben wir uns abgehetzt. Ja, und das war völlig unnötig, weil der erste Termin um 14.30 Uhr ausgefallen ist, aber das passiert halt. Und was steht jetzt als nächstes an? Ich weiß, gleich wird's exciting. Umweltausschusssitzung zusammen mit dem Entwicklungsausschuss. Das Thema ist ein Jahr nach der Verabschiedung der Agenda 2030 ihre Umsetzung in Zeiten globaler Herausforderungen und der Beteiligung neuer Akteure. Und danach geht es dann weiter, das war jetzt erst die gemeinsame Sitzung und um 16.15 Uhr, glaube ich, genau 16.15 Uhr bis 18.30 Uhr ist dann Umweltausschusssitzung ohne den Entwicklungsausschuss. Ja, und da stehen Berichte über Palmöl und Entwaldung von Regenwäldern auf der Liste, ein Bericht an die Europäische Kommission. Ja, und
dann geht es auch schon los mit der Aussprache mit der Kommission zum Thema CETA. Und das wird, glaube ich, ziemlich interessant. Okay, also heute steht noch einiges am Plan. Wir haben gerade Zeit für ein Käffchen, aber gleich geht's weiter. Committed to supporting implementation of the 2030 agenda and to enabling the 40% of people who are not connected to the internet to be able to have access, not least so that they can be full participants in this agenda. So, wir waren jetzt gerade beim Ausschuss zusammen mit dem Regionalausschuss und gehen jetzt zum Umweltausschuss, der jetzt in einem anderen Raum tagt, am Akadotes-Gebäude. Vorne sehen wir noch eine wunderschöne Skulptur und die rechte Hand liegt jetzt gleich nochmal der Plenarsaal in Brüssel, aber das erkläre ich dann auch nochmal. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen und zum Umweltausschuss rein. Ich bin jetzt hier in Timos Büro, wollte den Vlog schneiden, bin auch schon recht weit gekommen vom ersten Tag. Das Problem ist, Akku leer von meinem Laptop und ich habe das Kabel natürlich in seiner Wohnung. Das heißt, ich werde jetzt noch ein bisschen warten, er dürfte gleich durch sein. Wir haben jetzt 7 abends, also 18.30 Uhr. Und da gucken wir mal, wo wir gleich noch was zu essen finden, denn wir verhungern sowas von krass. Das haben wir zumindest bei WhatsApp geschrieben. Aber ich glaube, das wird ganz cool hier. Wir warten jetzt hier, bis Timo kommt. Ach, da ist er. Perfekt. Und wie war's? Hallo. Ja, lange, ne? Hunger! Hunger, ja, das sowieso. Gibt's die Aussagen, die Kommission jetzt noch gemacht hat, im Protokoll oder sowas? Ja, genau. Okay, das ist gut, weil das ist doch ganz interessant hinsichtlich dieser CETA-Geschichte jetzt ja. Nochmal. Der erste Tag in Brüssel liegt jetzt hinter uns. Wir haben gerade noch eine Pommes gegessen bei der... Die beste Pommes der Welt. Ja, zumindest die beste Pommes Brüssel auf jeden Fall. Sauce Andalouse bitte immer dazu bestellen, weil die wirklich super lecker ist. Und ja, jetzt geht's zurück zur Wohnung. Und dann schneide ich den Kram zu Ende hier. Und ich werde einkaufen gehen. Jawohl. Und ja. Aber wie war's? Wie war's heute? Ja, war... Ausschusssitzung? Die Ausschusssitzungen waren super spannend, muss man sagen. Wir haben am Ende noch über CETA diskutiert. Die Sitzung hat sehr viel länger gedauert als gedacht. Ja, während ich verhungert bin. Ja, das tut mir sehr leid. Aber er hat es überlebt. Ja. Die, dafür hat er jetzt gerade seine Portion Pommes nicht aufgegessen. Die war aber auch riesig. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also insofern, war ein interessanter, schöner erster Tag. Ja, war auf jeden Fall ein sehr guter erster Tag. Ein bisschen kalt, ehrlich gesagt. Ja. Das merke ich jetzt auch gerade wieder an der Hand, die die Kamera hält. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es morgen wird. Morgen gibt es dann ja Abstimmung im Ausschuss. Heute war nur die Diskussion. Aber wird sicherlich sehr, sehr interessant auch wieder werden. Und ihr seid ja quasi live dabei. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ne? Richtig, danke fürs Zuschauen. Ah ja, Facebook und Twitter-Seite von dir sind übrigens in der Beschreibung verlinkt. Kann man mal drauf gucken. So. Das stimmt, ja. Da gibt es dann noch ab und zu Fotos, die man nicht im Vlog sieht, logischerweise. Ja. Alles klar, in diesem Sinne, wir sehen uns morgen. Ciao. Tschüss.